nach meinem Verständnis, heißt auf der einen Seite natürlich, erfolgreich Prozesse zu managen. Also das heißt, Schnelligkeit, Qualität etc., ne, der Prozess auch am Ende den Gewinn, ja, des Unternehmens zu erwirtschaften, aber es hat eben auch den Leadership-Aspekt. Und der Leadership-Aspekt ist der, dass ich sage, führe deine Organisation hin zur Selbstorganisation. Gib Verantwortung ab, lass die Leute eigenverantwortlich arbeiten, gib ihnen große Entscheidungsfreiheiten. Und das ist in einem großen Unternehmen schwerer möglich, es ist nicht unmöglich, aber die Restriktionen und die Einschränkungen sind wesentlich größer als in der kleinen U&A wie jetzt. Da können wir wirklich das tun, was wir tun wollen. Und das wirkt sich sowohl auf die Arbeitsweise im Team als auch auf mein Führungsverständnis aus, positiv.